Die Evangelien an den letzten Sonntagen des Kirchenjahres bringen einige Bilder, die hart und verstörend sind, deshalb aber nicht sinnlos. Das erste Bild heute, das Bild von Lampen mit und ohne Öl. In der biblischen Tradition ist die Lampe verknüpft mit dem Wort Gottes, mit der Weisung der Schrift, mit dem Wort der Bibel. Wer sich also bemüht um ein Leben nach der Weisung der Bibel, wird im Licht sein, so wie es Psalm 119 zum Beispiel besingt: Herr, dein Wort ist meinem Fuß eine Leuchte, ein Licht für meine Pfade. Wer sich nicht um ein Leben nach der Bibel bemüht, riskiert es offenbar, im Dunkeln zu bleiben. Aber halt, ist das nicht eine Hybris? Kann man sagen, alle, die sich nicht der Bibel zuwenden, leben im Dunkeln? Das ist der Punkt, wo das zweite Symbol, das Öl, hineinkommt. Kriterium für die Bibel ist niemals die Mitgliedschaft in einem bestimmten Club, in einem bestimmten Verein, bei einer bestimmten Religion. Kriterium ist immer die Tat. Und dafür steht das Öl, das in der Bibel oft ein Zeichen der Freude ist. Wer also so handelt, dass die Welt heller wird, dass die Welt mit Licht und Freude erfüllt wird, der oder die lebt nach der Weisung Gottes, nach der Weisung der Bibel, auch dann, wenn es nicht explizit und in einem dezidierten Bekenntnis zum Wort der Bibel geschieht. Vielen Dank fürs Zuhören. Über Kommentare freue ich mich im Feed des Posts und natürlich freuen wir uns über neue Abonnenten.